Moin Leute und herzlich willkommen bei den Teenagers vom Mars. Heute gibt es wieder ein Lande-Herausforderungsduell. Ich gegen ihn hier. Grüßt euch, endlich wieder Comeback des Jahres heute. Hey. Und heute wird es verwirrend. Wir verdrehen uns. Es wird kompliziert. Für uns zumindest. Zum Gucken vielleicht auch, weil ihr seht schon, wir haben hier wieder schön die Handkamera am Start. Und was es genau wird, seht ihr vielleicht schon am Titel, aber wir verraten es erst im Detail nach dem Intro. Los geht's. Ja, wir haben vor, drei Landeherausforderungen zu machen. Drei verschiedene diesmal wieder. Also nicht dreimal hintereinander dieselbe. Und als besondere Herausforderung werden wir die Achsen invertieren. Vier Stück gibt es. Höhenruder, Seitenruder, Querruder und natürlich auch Gas. Das machen wir jetzt mal als erstes, würde ich sagen, damit ihr auch seht, dass wir hier nicht pudeln. Wie bei Wetten, dass die berühmte Brille, wo einer da vorhaut die ganze Zeit. Genau, ja, deswegen haben wir auch die Camps hier. So, einmal in die Einstellung und dann suchen wir nach Achse. Achse umkehren. Ich nehme den Haken bei mir raus, weil bei mir ist die Achse schon umgekehrt. Das heißt, oben ist unten, unten ist, ja, links, rechts. Hä? Ich bin jetzt schon verwirrt. Wir suchen noch die vierte für den Gashebel. Gashebelachse, Achse umkehren. Ja. Wunderbar. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und es gibt noch Gemischachse, aber die brauchen wir nicht, ne? Nein. Und eine Propellerachse auch nicht, ne? Na, alles klar. Nein, 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 nein. Lass die Achse in meinem Dorf. Dann gehen wir mal rein in die Aktivitäten und jetzt müssen wir natürlich irgendwie nochmal eine Landeherausforderung aussuchen. Warte, ich habe einen Vorschlag. Sollen wir von jedem einen machen dann? Auf jeden Fall, natürlich, okay, selbstverständlich. Ja, ja, ich wollte nur so. Da müssen wir noch drüber reden. Ja, dann kicken wir mal in Berühmt rein. Ich glaube, für die ganzen Fans nehmen wir eine Passagiermaschine. Schöne Neo, oder? Für den Anfang. Ja, okay, fangen wir halt schwer an. Von mir aus. Hast du Chris Church, Neuseeland? Ja, natürlich. Was hältst du davon? Ja, oder können wir machen. Bilbao in Spanien? Nee, Bilbao waren wir schon mal. So, dann fangen wir an mit Chris Church mit Chris Church mit dem Airbus A310-300. Gott. Es oh ist Gott. Genug Platz drumherum, Simon. Ja. Oh Gott. Um Fehler auszugleichen. Ich habe jetzt schon losfliegen gedrückt. Also. Ich wollte dich eigentlich fragen, wer fängt an. Hat sich dann erledigt. Wir fliegen von außen, ja? Ich bin nervös. Wir fliegen von mir aus, von außen, wie du magst. Gut, das ist wir. Wie beim Turnier hier. Gut, alles klar. Wo du drin besser bist. Okay. Ich gebe ja schon mal. Ich gebe gerade Vollgas, ne? Ja. Der Hebel ist komplett hinten. Ist doch perfekt. So, bereit zum Fliegen. Bin ich zwar nicht, aber machen wir. Ja, ja, die Engine. Au, au, pff. Ja, okay. Okay, ihr merkt schon da, ich gehe runter. Och, du Scheiße. Jetzt am Anfang ist ja noch okay, ne? Wenn er so laufen lässt. Ja, ja, aber dann. Moment. Ach ja, ich gebe ja. Alter, nein, das ist voll Brainfuck. Ja. Das ist voll Brainfuck. Nee, flieg auch mal los. Ja, mach das. Mein Problem ist, wo ist die Landebahn? Ach so, ich dachte. Ach da, okay. Ich dachte, nachdem mein Problem ist, kam nichts mehr, kommt nichts mehr. Leute, schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr die Achsen geschaltet habt, weil es gibt ja so ein bisschen, also im Höhenruder sehe ich das immer wieder, dass Leute gern halt, wenn sie nach unten drücken, irgendwie hochfliegen oder nach hinten ziehen, dass sie dann runterfliegen, so wie wir es jetzt gerade aktuell haben. Ich mach schon mal das Fahrwerk raus. Ich fliege aber noch verdammt schnell. Andersrum. So. Scheiße. So, Flaps können wir auch schon mal voll reinmachen. Ja, ja, voll, voll, voll. Nicht so hoch. Nicht so hoch, mein kleiner Freund. Alter, ich stütze ab. Scheiße! Ja, richtig. Ich dachte, ich hab's voll drauf jetzt. Ey, ganz ehrlich, ich weiß nicht mal, wie man richtig fliegt so. Wir hätten vielleicht noch mal einen Probeflug machen sollen. Ich bin tot. Ernsthaft? Ja. Sie haben das Flugzeug überlastet und kritischen Schaden verursacht. Wieso das denn? Was habe ich gemacht? Hä? Okay. Ja, null Punkte für dich. Hm. Simon, du darfst jetzt aussuchen. Ja. Wer gewinnt denn am Ende? Werden die Punkte addiert oder ist für dich beides eine scheiß Ausgangsposition? Obwohl, best of three könnte man machen, dann hast du noch eine Chance. Du darfst entscheiden, ich bin ja ein fairer Jung. Dann machen wir die meisten Punkte gewinnen. Okay.
Also die Landeherausforderung, die am meisten Punkte gemacht hat, die... So, ich will jetzt nach rechts, muss jetzt hier nach links justieren. Ich brauche aber noch ein bisschen Höhe. Moment, ich muss... Genau, dann... Aber wir brauchen auch noch ein bisschen Gas. Man kommt sich voll dumm vor. Scheiße. Man muss genau das Gegenteil machen. Ja, das ist heute ist Gegenteiltag. Ich will runter, also muss ich nach hinten ziehen. Nee, ich will ja nach rechts. Nee, ich will ja nach links. Nach rechts. Was denn jetzt? Entscheide dich doch mal. Mein Gott, dein Pilot weiß gar nicht, was los ist. Scheiße, ich bin viel zu tief. Ich stürze ja auch ab. Ja. Scheiße. Okay. Ne, Hauptsache Punkte, Leute. Hauptsache Punkte. Boah, ist das schwer. Ist das schwer? Ich land gerade neben der Landebahn. Ich erklär's dir in Worten, Simon. Mhm. Oh, falsch rum. Ich drück die ganze Zeit die Nase runter. Ich bin doof. Alter, ey. Ich bin doof. Oh, ich hab Gegenschub reingemacht? Okay. Ja, aus Versehen, wa? Ich sag mal so, ich stehe. Ich hab aber dreimal gebounced. Okay. Was muss ich machen? Handbremse? Parkbremse? Ja. Muss den einparken. 3060 Punkte. Ah ja, immerhin. Ey, haben oder nicht? Haben oder nicht. Aber ich habe zumindest schon die nächste Landeherausforderung. Bei Epic dann MCAS Miramar. Die ist neu. Ja. Spotlight Event. Ich dachte mir, weil wegen den Fans. Weil einmal sind ja viele Fans von Passagierflugzeugen, aber es gibt auch viele Fans von Kampfjets. Deswegen habe ich gedacht, komm, nimm die mal mit. Ey, für diesen tollen Gedanken... Krieg ich ein Sternchen? Nein, du fängst an. Achso. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich schlag den Matrix. Den schlage ich doch. Matrix LP. Ist das eine Airbase? Wir landen in der MCAS Miramar. Soll das sein? Air Station San Diego. Ach, San Diego. Ja, Grüße. Grüße an die Zuschauer in San Diego. Ich könnte noch mehr vorlesen hier. Downtown San Diego und ist eine der legendärsten militärischen Luftfahrtanlagen der Geschichte. Oha. Gleich der Geschichte. Die Geschichte von MCAS Miramar reicht Jahrzehnte zurück und hat ihre Wurzeln im Ersten Weltkrieg, wo sie der Infanterie der US-Armee oder Army als Truppenübungsplatz diente. Von Flugzeugen wurde sie erstmals 1940 genutzt, als kurz nach dem Bau der ersten Start- und Landebahn der erste Marine Air Wing im Dezember des Jahres die Station erreichte. Jahrzehnte später erlangen Miramar internationale Berühmtheit als Sitz des Navy Fighter Weapons School der Vereinigten Staaten. Dieses als Top Gun bekannte Trainingsprogramm für die fähigsten amerikanischen Marineflieger brachte MCAS Miramar den Spitznamen Fighter Town USA. Ja, da passe ich doch genau hin. Ich flieg los. Ja, mach das. Oh, jetzt muss man auch noch lenken. Gerade war es ja eigentlich nur noch straight geradeaus, ne? Bisschen runter, bisschen anpassen. Aber Alter. Nee, jetzt. Und dann noch fetter Seitenwind. 6 Knoten. Nee, nicht. Scheiße. Nee, falsch rum. Hoch. Du meinst runter? Meinst du jetzt hoch oder nein, runter? Nein, ich bin abgestürzt. Boah, Alter. Das ist geil. Baby, yep. Wenn ihr jetzt sehen könnt, mir dampft es gerade aus den Ohren. Oh, ich finde das mit dem Gas ist noch brutal. Das ist irgendwie am schwierigsten für mich. Ich war gar nicht so verkehrt und dann habe ich alles verkehrt gemacht. Das ist der Druck kurz vorm Ziel, Simon. Ja. Ich hätte gern mein Fahrwerk draußen. Ich war auch richtig nervös, Alter. Mein Herz schlägt auch gerade, als wäre ich gerade auf einem Rave gewesen, hätte mir ein paar Pillen eingeschmissen. Ich muss mal in die Airbrakes, mein Fahrwerk kommt gar nicht raus und ich bin schon sehr, sehr nah. So, das ist das Fahrwerk. Rechte oder linke Landebahn? Rechte. Arschloch. Das ist die linke, du kleiner Hund. Mann, dann ist einfach hier Ding jetzt. Hier, wie heißt es? Ach so, andersrum Tag. Ich muss kurz in mich gehen, ja? Ich halte die Schnauze. Okay, dann jetzt kann ich dir was erzählen. Okay, cool.
Nein! Baby, Baby, komm, komm, du hast Druck hinter der Düse, komm! Wen sprichst du da? Mit dem jüngeren Ich? Ja. Schnauze, das ist so schwer! Es ist so schwer! Schnauze! Scheiße! Geht's? Ja, ich bin gelandet. Boah, geht's aber zwar neben der Landebahn, aber es war genau auf der Höhe des Blauen Kreuzes. Du bist frech, Alter. Frech. 3060 Punkte gilt zu schlagen. 3060 Punkte, bitte. 4833. Wir sehen eine Steigerung. Grüß gehen. Aber ich habe noch eine Chance zu gewinnen, immerhin. Ja, das ist halt aber du weißt ja jetzt, die haben ja gerade schon ausgelotet, welche jetzt dann kommt. Es ist in meinen Augen schon auf dem Papier die schwerste Landeherausforderung, wenn wir hier von invertierten Flugzeugen sprechen. Skyline in den USA. Nee, das war irgendwann mal eine andere Folge. nee, danke. Starke Winde und dann ganz unten rechts Southampton. Ich glaube nämlich, mit einer extra 330, die sehr zackelig ist, wird das nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Und dass wir starke Winde haben, das steht im Titel. Aber immerhin braucht man das Fahrwerk da nicht ausfahren. Ja, supi. Eine Sache weniger. Wer fängt an? Oder fliegen wir gleichzeitig? Ja, komm, wir fliegen diesmal gleichzeitig. Ja, okay. Oh. Ja, nee, ist klar. Ich mach jetzt andere Taktik. Wir können das ja mal Mission Briefing-mäßig machen. 230 Knoten, frontaler Wind, wenn du auf die Bahn zusteuerst. Kannst du dich noch an die Landeherausforderung wo mit null Sicht erinnern? Ja. Da hatten wir einen ähnlichen Frontwind. Das heißt, schön weit herausfliegen, um das zu meistern. Ja, kein Thema. Ja? Mein Flugzeug ist aus. Das ist natürlich ganz schlecht. Hä, warum ist das denn? Ich hab's ja noch angekriegt. Ich bin ja ein Profi. Ja. Oh, und man kann keine Flaps. Oh, Gott sei Dank, da brauchen wir nicht so viel konzentrieren hier. Okay. Das war dein Problem. Ja, ja. Okay. Ich fliege jetzt erstmal Richtung Sturm. Für mich war das. Ja, ich auch. Für mich war das zu viel auf einmal. Hui! Mach doch mal eine Fassrolle, Simon. Nee, dann sterbe ich wieder. Das habe ich schon mal gemacht in der Landeherausforderung, das weiß ich noch, und dann bin ich gestorben einfach. Weil ich dachte, so cool, ey. Mach ich mal eben so eine Fassrolle. Ah, mit einer extra 330, die ist dafür ausgelegt. Da kannst du vor der Landung. Ja, mach doch selber. Ja, ich hab das schon 4 Stück gemacht. Du hast doch die Punkte. Ich muss noch ein bisschen nachholen. Jetzt habe ich 4 Stück gemacht. Ach, du hast gar nichts, du Labersack. Labarababa, sage ich immer. Ja, Rhabarberkuchen. So, da ist die Landebahn. Die ist jetzt hinter mir. Ich fliege jetzt erstmal in die Sonne hinten und dann... Ah ne, weißt du was? Ich gehe jetzt rein. Ich gehe auf Risiko. Ich habe mich doch jetzt dran gewöhnt. Eben, du kannst es doch auch. Ich glaube an dich. Und ich kann es mir auch leisten. Du bist ja ein Buschpilot. Okay, wir haben auf jeden Fall eine gute Anflugskurve. Ich könnte schon mal ein bisschen vom Gas runtergehen. Mit Seitenruder habe ich absolut kein Problem. Höhenruder habe ich eher das Problem. Seite ist für mich gar kein Thema. Und halt Gas ist komplett gegen. Gas ist richtig eklig. Gas ist richtig fick. Der Anflug sieht gut aus. Mein Papi sagt, weiße Lichter, gar kein Problem. Ein bisschen Seitenwind. Oh, falsch. Ich wette, es gibt Maschinen, wo man Gas gibt, wenn man den Hebel nach hinten zieht. Meinst du? Ja. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es in der passiert. Weil wegen den G-Kräften, dass du leichter was nach hinten ziehen kannst als nach vorne. Ach so, ja. Boah, das sieht scheiße gut aus. Hauptsache, ich komme an. Nein! Ey, das sah so gut aus. Ich war aber nicht tief genug. Ich habe 0 Punkte. Simon, jetzt ist dein Time to shine. Ja, gestürzt. Scheiße. Da wurde ich nervös am Ende. Hat man kaum gesehen. Es ist eine krasse Herausforderung. Einfach für den Kopf. Es ist ein bisschen Gehirnjogging. Ja, macht lieber ein paar Kreuzworträtsel. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da und schreibt was Schönes in die Kommentare. Ihr kennt doch das Spiel und
Und. Ich sag's sehr, sehr oft und. Aber und, wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt, dann drückt doch mal auf den Abo-Knopf. Würde uns sehr, sehr freuen. Wir machen jede Woche so einen Scheiß hier in Flight Simulator. Und wir streamen auch. Boah, aber nicht so. Aber nicht so. Also das stelle ich jetzt erstmal direkt wieder um. Ja, genau. Ja, dann tschüss. Bleibt gerade.